Sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin Baas, sehr geehrter Herr Professor Hüther, sehr geehrter Herr Bergmann, sehr verehrte Damen und Herren, ich möchte Sie im Namen der Bertelsmann Stiftung hier heute ganz, ganz herzlich begrüßen. Wir leben in einer äußerst spannenden und vor allem komplexen Zeit. Die Spätfolgen der Eurofinanzkrisen und die Flüchtlingskrise schwelten noch, als im Frühjahr 2020 die Corona-Pandemie uns voll erwischt hat und in diesem Jahr, im Frühjahr, der Überfall Russlands auf die Ukraine unsere Gesellschaften vor nicht bekannten Herausforderungen gestellt haben. In Anlehnung an das Wort des Bundeskanzlers leben wir sogar in einer historischen Phase multipler Zeitenwende, die unsere Gesellschaften und demokratischen Systeme in vielfältiger Weise und auch auf allen Ebenen zu bewältigen sind. Der Zeitpunkt der heutigen Veranstaltung könnte deswegen nicht besser gewählt sein, um über die Zukunft unseres parlamentarischen Regierungssystems zu sprechen, nach Lösungen zu suchen und Antworten darauf zu finden, wie unser parlamentarisches Regierungssystem auf diese Herausforderungen reagieren, wie es sich anpassen und zukunftsfähig weiterentwickeln kann und vor allem auch muss. Das konkrete Thema der heutigen Veranstaltung steht aber in einem größeren Kontext. Die westlich geprägten Demokratien stehen unter enormem Druck. Sie müssen sich bewähren, verändern, weiterentwickeln. Sie müssen auf die neuen Herausforderungen neue Antworten finden. Ein Weiter-so kann es in Krisenzeiten wie heute nicht geben. Und es steht viel, sehr viel auf dem Spiel. Die Bewährung der Demokratien im Angesicht zunehmender aggressiver Herausforderungen durch autokratische Systeme, die unsere Werte nicht nur nicht teilen, sondern sie zunehmend bekämpfen und offensiv in Frage stellen. Zu diesen drängenden Fragen am heutigen Tag, Sie, liebe Frau Bundestagspräsidentin Baas, bei uns im Hause begrüßen zu dürfen, ist eine Ehre und ein Privileg. Ganz herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, in die heutige Veranstaltung einzuführen und ihr mit einem Impulsvortrag den Weg zu zeigen. Gleich zu Beginn Ihrer Amtszeit haben Sie deutlich gemacht, die neue Zeit erfordert nicht weniger, sondern mehr und eine vor allem stärkere parlamentarische Demokratie. Sie setzen sich unter anderem mit Vehemenz für einen kleineren Bundestag ein und wir freuen uns, in der von Ihnen eingesetzten Kommission als Bertelsmann-Stiftung mitarbeiten zu dürfen. Aber Sie fordern die Verkleinerung des Bundestages gerade als Beweis der eigenen Reformfähigkeit. Das Parlament kann unserer Gesellschaft nur zumuten, was es auch an sich selbst leistet. Reform und Fortschritt, Anpassungsfähigkeit und die Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Eine Verkleinerung des Bundestages würde mithin den Bundestag de facto größer machen, ihn stärken, seine Glaubwürdigkeit erhöhen und seine Arbeitsfähigkeit verbessern. Wir wünschen Ihnen dafür und für all Ihre weiteren, darüber hinausgehende Agenda zur Stärkung von Parlament und Demokratie viel Erfolg in einer doch sehr schwierigen Zeit. Und wir alle freuen uns sehr auf Ihren heutigen Beitrag und sind darauf sehr gespannt. Auch Ihnen, lieber Herr Professor Hüther, ein herzliches Willkommen. Verbunden mit dem Dank für die gute und immer anregende und thematisch vielfältige Kooperation unserer beiden Häuser in den letzten und hoffentlich auch kommenden Jahren, für die auch die heutige gemeinsame Veranstaltung steht und im Vorfeld der heutigen Veranstaltung gerade auch unsere anregende Diskussion. Die Initiative zu heute ging aber von Ihnen aus, Herr Dr. Bergmann. Sie haben es als Herausgeber des heute zu diskutierenden Bandes Mehr Fortschritt wagen geschafft, eine wirklich beeindruckende Reihe prominenter und fachlich exzellenter Autorinnen und Autoren zur Mitarbeit, zum Nach- und Vordenken möglicher Antworten auf die beschriebenen neuen Herausforderungen zu bewegen. Und, auch das ist ganz wesentlich Ihr Verdienst, noch bevor die neue Regierung ihren ersten Geburtstag feiert, liegt mit dem Band Mehr Fortschritt wagen eine erste substanzielle Reflexion vor, mit vielen Anregungen, neuen Ideen, erster Kritik und weiterführenden Konzepten für die Zukunft des Regierens in unserer neuen Zeit. Ihnen und den so zahlreich heute anwesenden Autorinnen und Autoren des Bandes ein ganz herzliches
Dankeschön. Und wir freuen uns auf eine lebendige Vorstellung und Diskussion im Laufe der heutigen Veranstaltung. Zur Anregung der Diskussion freue ich mich aber an dieser Stelle auf ein hochkarätiges Panel-Gespräch mit Ihnen, liebe Frau Weidenfeld, und Ihnen, Herr Professor Merkel, fachkundig moderiert von Ihnen, sehr geehrte liebe Frau Plättner. Herzlich willkommen auch Ihnen und wir sind gespannt auf Ihre Beiträge und Einschätzungen. Lassen Sie mich nun schließen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine anregende Veranstaltung, freue mich auf den Austausch der Argumente und übergebe nun Ihnen, liebe Frau Bundestagspräsidentin Baas, das Wort. Ich kann Sie gar nicht so richtig sehen mit diesen Scheinwerfern hier. Ja, es freut mich sehr, sehr geehrter Herr Dr. Heck, auch vor allen Dingen Herr Dr. Bergmann, sehr geehrte Damen und Herren. Mehr Fortschritt wagen, lautet der Titel des Koalitionsvertrages, der im November 2021 verabschiedet wurde. Und so lautet auch der Titel des Sammelbandes, über den wir heute hier reden. Einziger Unterschied, am Ende dieses Titels steht ein Fragezeichen. Dieser Sammelband entstand während und im Nachgang der Koalitionsbildung. Er lässt 27 Autorinnen und Autoren zu Wort kommen. Sie spüren der Frage nach, wie Regieren in Zeiten der Ampelkoalition möglich ist, so der Untertitel der Publikation. Spielräume und Grenzen des Fortschritts werden ausgelotet. Der Begriff selbst wird hinterfragt, und zwar unter dem jeweiligen Blickwinkel der fachlichen Ausrichtung. Herausgeber Knut Bergmann beispielsweise untersucht die Bundespräsidentenwahlen. Er stößt dabei auf interessante Wechselwirkungen zwischen den Mehrheiten in den Bundesversammlungen und den Koalitionsbildungen nach Bundestagswahlen. Er zieht die Linie bis zur jüngsten Präsidentenwahl. So habe Frank-Walter Steinmeiers Ankündigung zur Kandidatur für eine zweite Amtszeit im Mai 2021 als Signal für die Bundestagswahl gewirkt. Sie wurde als Zutrauen des Staatsoberhauptes in die Fähigkeiten von Olaf Scholz wahrgenommen. Dem Wahlkampfteam der SPD sei das sehr nützlich gewesen. Steinmeiers Verhalten sei im Rückblick als strategische Meisterleistung zu werten. Persönlich glaube ich, dass Olaf Scholz seinen Sieg natürlich seiner eigenen Stärke zu verdanken hat, dem SPD-Teamgeist, dem richtigen Programm und vor allem auch dem starken Wahlkampf der Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis. Die Entscheidung unseres Bundespräsidenten hat aber sicherlich auch zu dem Ergebnis beigetragen. Wie auch immer, er stellt fest, dass im Herbst 2021 die späteren Ampelkoalitionäre früh ein vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut haben. Damit war auf Arbeitsebene ein gutes Vorankommen möglich und dadurch hatten sie Erfolg, wo die Jamaika-Verhandlungen 2017 scheiterten. Sehr geehrte Damen und Herren, im Ergebnis hat sich die Ampelkoalition vorgenommen, die großen Herausforderungen und globalen Krisen der Gegenwart anzugehen. Sie möchte mit ihrer Politik ein gerechtes, nachhaltiges und digitales und offenes Deutschland erreichen. Und dafür sind sicherlich auch einige alte Zöpfe abzuschneiden. Auch wenn ich die Bundestagspräsidentin bin und natürlich auch ein Stück weit zur Neutralität verpflichtet bin, denke ich doch, objektiv kann man festhalten, selten hat eine Bundesregierung ihre Arbeit unter derart schwierigen Umständen aufgenommen. Die Corona-Pandemie hat uns große Defizite aufgezeichnet, ob in der Pflege, bei der Digitalisierung oder auch im Bildungswesen. Das hat schon jetzt tiefe Spuren in der Gesellschaft hinterlassen und die Pandemie dauert noch an. Als wenn diese globale Krise nicht schon ausreichend genug wäre, zerstört der russische Präsident Putin mit seinem Angriffskrieg auf die Ukraine seit dem 24. Februar
unsere Sicherheitsarchitektur in Europa. Am 27. Februar rief Bundeskanzler Olaf Scholz bei unserer Sondersitzung im Bundestag eine Zeitenwende aus. Die Regierung und wir Abgeordneten mussten Entscheidungen treffen, die vielen von uns nicht leicht fallen. Entscheidungen von großer Tragweite in der Außen- und Sicherheitspolitik wie auch in der Finanz- und Energiepolitik mussten wir mit alten Überzeugungen brechen und vor allen Dingen, wir müssen auch Dinge neu denken. Was bedeutet das für das Fortschrittsprojekt der Ampel? Ist der Koalitionsvertrag Ihr Untersuchungsgegenstand in diesem Sammelband mehr Fortschritt wagen schon überholt? Klar ist, die großen Herausforderungen unserer Zeit bestehen fort und müssen gelöst werden. Existenzielle Krisen werden durch den Krieg noch verschärft. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen ging schon zu Beginn des Jahres davon aus, dass 276 Millionen akut hungernde Menschen vor uns stehen. 47 weitere Millionen könnten folgen durch den Ukraine-Krieg. Schon jetzt sind weltweit mehr als 100 Millionen Menschen auf der Flucht. Weitere werden sich auf den Weg machen, um Not und Elend zu entkommen. Umso wichtiger ist, dass die Ursachen des Welthungers bekämpft werden und den bedrohten Menschen stabile Lebensperspektiven geboten werden. Globale Probleme spitzen sich zu. Manch ein Ampelziel, wie der Ausbau der Erneuerbaren, wird nun noch dringlicher. Wind- und Sonnenkraft sind nun nicht mehr nur entscheidend für die Klima- und Energiewende, sondern auch ein Faktor der Sicherheitspolitik. Diesen Punkt haben wir bisher sicher vernachlässigt. Ja, wir müssen unsere Sicherheitsarchitektur neu denken. Wir müssen uns und unsere Partner vor Russland schützen. Das hat weitreichende Folgen und verlangt vor allen Dingen viel Aufmerksamkeit und Geld, national und international. Wolfgang Merkel spricht von einer Epoche der Krisen, in denen wir uns gerade befinden. Und er fragt kritisch, ob unter diesen Umständen mehr Fortschritt überhaupt möglich ist. Er wird uns sicherlich nachher bei der Podiumsdiskussion mehr dazu erzählen können. Ich bin jedenfalls sehr gespannt. Meine feste Überzeugung ist, gerade wegen der gleichzeitigen und grundlegenden Krisen brauchen wir Fortschritt. Er bleibt unser eigener Anspruch an unser politisches Handeln. Und wir brauchen jetzt sogar deutlich mehr und schnelleren Fortschritt. Die Beiträge im Sammelband von Knut Bergmann bieten politikwissenschaftliche, soziologische und ökonomische Analysen. Die verschiedenen Perspektiven machen diesen Sammelband, wie ich finde, so wertvoll. Wenn wir uns über Inhalt, Ziel und Machbarkeit von Fortschritt vergewissern wollen, braucht es den Dialog zwischen diesen Disziplinen. Auch zwischen Theorie und Praxis, wie in dieser Sammlung. Meine Damen und Herren, es gibt keine einfachen Antworten auf die Krisen unserer Zeit und keine schnell wirkenden Mittel. Wir brauchen langfristige Konzepte, schmerzhafte Anpassungen und grenzüberschreitenden Wandel, um die Probleme unseres Planeten in den Griff zu bekommen. Wenn wir uns nicht schnell und konsequent auf den Weg machen, riskieren wir die Grundlagen unserer Zivilisation. Bei wenigen Fragen ist das so deutlich wie beim Klimawandel. Stillstand wäre tödlich. Selbstverständlich gelingen Reformen nicht von heute auf morgen. Gewohnheiten oder Vorurteile stehen dem Fortschritt oft im Weg. Auch die Angst, dass Veränderung Verlust bedeutet. Anspruch der Politik muss es aber sein, Reformen voranzutreiben für die nachhaltige Sicherung unserer Lebenslagen. Dafür müssen die Menschen von einer Politik überzeugt werden, die über die aktuellen Krisen hinausdenkt. Politikerinnen und Politiker, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen den Menschen deutlich machen, dass sie auch Einschränkungen auf sich nehmen müssen. Mit diesem Aspekt befassen sich Dominik Schwickert und auch Paulina Fröhlich, um einen dritten Beitrag beispielhaft hervorzuheben. Ihr Beitrag, die Politik der gerechten Transformation, handelt von den Chancen der Ampel, bei modernisierungskritischen Gruppen Akzeptanz zu erreichen. Darin nehmen die beiden Autoren vor allem die Klimapolitik in den Blick.
Sie beschreiben den Zusammenhang zwischen Lage, zwischen sozialer Lage und der Bereitschaft, notwendige Einschränkungen im Kampf gegen den Klimawandel hinzunehmen. Menschen mit geringen Einkommen fürchten häufig, von damit ausgelösten Preissteigerungen überfordert zu werden. Und diese Sorgen müssen wir ernst nehmen. Ich teile deshalb die Ansicht der beiden Autoren, dass wir die rasche Dekarbonisierung unbedingt mit sozialem Ausgleich verbinden müssen. Sehr geehrte Damen und Herren, die großen Transformationsprozesse werden uns nur gelingen, wenn möglichst viele Menschen in unserem Land daran teilhaben. Für mehr Fortschritt müssen wir auch unsere Demokratie stärken. Unsere parlamentarische Demokratie hat uns schon über einige Krisen und Veränderungen getragen. Sie muss aber mit der Zeit gehen und sich auch modernisieren. Sie muss attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen werden und selbstverständlich ebenfalls mehr Fortschritt wagen. Sonst besteht die Gefahr, dass sich die Menschen auf Dauer enttäuscht abwenden. Schon jetzt sehen wir Misstrauen gegenüber vielen politischen Institutionen, vor allem gegenüber Parteien und ihren Repräsentanten. Wir kämpfen seit langem gegen Politikverachtung und auch Wahlabstinenz und es wird nicht besser, im Gegenteil. Deshalb brauchen wir innovative Wege, um unsere Demokratie zu vitalisieren. Wir müssen unser demokratisches System offen und auch öffnen, vor allen Dingen den Menschen auch Wege zu mehr Bürgerbeteiligung aufzeigen. Gerade den Menschen, denen die Politik fremd geworden ist. Daher möchte ich heute auch noch mal das Format der Bürgerräte weiterentwickeln und auch stärken. Sie können die repräsentative Demokratie nicht ersetzen. Sie können aber helfen, das Parlament näher an die Bürgerinnen und Bürger zu bringen und unsere Arbeit nachvollziehbarer zu machen. Sie können aber auch neue Perspektiven und gesellschaftliche Streitfragen vermitteln. Dabei müssen wir Bürgerräte so gestalten, dass sie unsere Gesellschaft möglichst breit abbilden und sich mit konkreten und auch relevanten Themen befassen. Auch bei diesem Thema kennt sich Wolfgang Merkel übrigens sehr gut aus. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich zu Ihrem Buch noch einen Aspekt hervorheben, der leider immer noch besonders ist und mir auch deshalb sehr am Herzen liegt. Ihre Aufsatzsammlung legt Wert auf verständliche Sprache. Das ist zum einen bemerkenswert, freut mich aber auch sehr. Politik und Wissenschaft drücken sich allzu oft kompliziert aus. Ich habe mir deshalb auch vorgenommen, auf eine Sprache zu achten, die viele Menschen erreicht. Nur so gelingt auch der Austausch. Wenn mehr Menschen Zugang zu den wichtigen Diskussionen finden, ist das, wie ich finde, eine Veränderung zum Guten und selbstverständlich auch ein großer Fortschritt. Teilhabe in unserem Staat ist für mich ganz eng verknüpft mit Chancen. Mit Fortschritten in der Bildung und bei der Integration schaffen wir individuelle Aufstiegschancen. Wir stärken aber gleichzeitig auch die Identifikation mit unserem Gemeinwesen und so auch die Partizipation. Mir ist wichtig, dass wir eine Gesellschaft der Chancen sind, und zwar für alle. Keine Zweidrittel- oder Dreiviertelgesellschaft, sondern ein Gemeinwesen, in dem jede und jeder seine Talente voll entfalten kann, seinen Weg gehen und sich einbringen kann. Für mich ist das eine entscheidende Voraussetzung für den Fortschritt. Deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, bin ich sehr optimistisch. Es lohnt sich zu wagen, was unsere Gesellschaft gerade angesichts der vielen Krisen braucht, nämlich den Fortschritt. Und dazu leistet dieser Sammelband wirklich einen wichtigen Beitrag. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Bundestagspräsidentin. Wir übernehmen jetzt hier auf dem Podium. Ich darf meine beiden Teilnehmer schon bitten, hier Platz zu nehmen. Herzlich willkommen auch von mir in diesem schönen
Ja, neu ist es ja, weil es irgendwie erst seit wir das wieder dürfen, so miteinander hier sitzen können, auch wenn das Haus schon ein bisschen älter ist. Herzlichen Dank, Frau Bundestagspräsidentin, für den Impuls. Den wollen wir jetzt hier vertiefen. Mehr Fortschritt wagen, so hieß es, wo heißt der Titel des Koalitionsvertrages. Vielleicht hieß der jetzt mehr Transformation wagen, wenn er jetzt geschrieben würde. Denn irgendwie muss ja alles anders werden, damit wenigstens irgendetwas bleibt. Und der Bundeskanzler hat es gestern im ARD-Sommerinterview gesagt. Er hat gesagt, wir machen alles anders. Wir erinnern uns, am Anfang dieser Koalitionsverhandlungen, da war das Selfie und die gute Stimmung und die Frage im Raum, wie man eine Gesellschaft durch den Prozess dieser Transformation führt. Das ist nämlich die Frage, die jetzt gestellt wird oder wie man in Deutschland inzwischen sagt, wie man das alles mit Leadership managt. Unpopuläres mehrheitsfähig machen, so heißt es ja auch in diesem Sammelband, denn vieles ist inzwischen unbequem. Und die Folgen der ausgerufenen Zeitenwende, die sind ja erstmal nur im Ansatz spürbar und die Sorgen für den Herbst, die sind erstmal so am Horizont, aber doch langsam sichtbar. Also was wäre jetzt anders? Was heißt mehr Fortschritt wagen jetzt in Zeiten auch der Krise? Sprechen wir über das Regieren in Zeiten der Ampelkoalition mit diesen Gästen. Ich freue mich herzlich, dass Frau Dr. Ursula Weidenfeld hier ist, langjährige Beobachterin, Sie kennen sie alle, des Berliner Politikbetriebes, promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin und ihre journalistische Karriere, die begann bei der Wirtschaftswoche, später stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel und seit langem selbstständig, viel gefragt, auch öfter bei mir in der Phoenix-Runde zu Gast. Und die Autorin einer Biografie über Angela Merkel und unter die Podcaster ist sie auch gegangen. Dort interviewt sie regelmäßig Spitzenwissenschaftler, Tonspur Wissen und lernt zum Beispiel, wie man eine Atombombe nicht bastelt, sondern wie sie funktioniert. Also herzlich willkommen, Dr. Ursula Weidenfeld. Professor Dr. Wolfgang Merkel, auch regelmäßig zu Gast in der Phoenix-Runde. Damit wissen Sie auch schon, was ich immer so treibe, wenn ich nicht hier bin, nämlich ich moderiere diese Phoenix-Runde. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität, Direktor der Abteilung Demokratie, Strukturen, Leistungsprofil und Herausforderungen. Was für ein Titel. Am Wissenschaftszentrum Berlin hier für Sozialforschung. Und Transformation ist eines Ihrer großen Themen. Da haben Sie schon 2015 das Handbuch Transformationsforschung geschrieben. Herzlich willkommen, Professor Merkel. Frau Weidenfeld, seit 200 Tagen oder bevor wir anfangen, herzlich willkommen auch allen, die uns digital zugeschaltet sind. Das Ganze wird auch gestreamt, kann man auch später nochmal nachschauen und Ihnen, die Sie nicht hier sind, sondern uns nur über den Bildschirm sehen, Ihnen auch herzlich willkommen. Frau Weidenfeld, seit gut 200 Tagen, da regiert die Ampelkoalition. Welchen Fortschritt sehen Sie bisher? Ja, ich glaube, dass sich ein Muster wiederholt, was wir auch in den letzten Regierungen Angela Merkels gesehen haben oder eigentlich in allen Regierungen Angela Merkels, dass man ein Programm hat, eine Vorstellung davon, was man gerne machen will und dann lässt man sich oder muss man sich von Krisen, der Finanzkrise, der Migrationskrise, der Corona-Krise oder jetzt des Ukraine-Kriegs dass die Agenda aus der Hand nehmen, aus der Hand schlagen lassen und reagieren. Und das gelingt mal besser, gelingt mal schlechter. Es gibt auch Muster, dass man am Anfang eben doch vergleichsweise hohe Zustimmungswerte hat und die dann aber eben bröckeln. Und ich nehme an, dass der Kanzler das auch meinte mit der Frage des Sprengstoffs für die Gesellschaft. Mir scheint es ein Muster zu sein und eben weniger mit einer Besonderheit der Ampelkoalition zusammenzuhängen, dass man sich eben doch sehr zügig von Gewissheiten, von Überzeugungen, von auch eigenen politischen Vorstellungen lösen muss und dann das macht, was nötig ist. Und das hat, finde ich, noch einen zweiten Aspekt, weil Frau Baas hier ist. Sie haben das so gelobt, dass das Parlament eine wichtige Rolle spielt. Das ist auch so, es muss ja auch so sein. Das Legislative ist das, was den Souveränen interessiert eigentlich. Und trotzdem haben wir so eine Art permanente Stunde der Exekutiven. Und das Parlament sitzt halt eben da und auf einmal sind 100 Milliarden Euro Sondervermögen beschlossen und das Parlament macht es auch mit. Was aber eigentlich ja
schon auch normalerweise Gegenstand eines nicht parteitaktischen Diskurses wäre, sondern eben einer grundsätzlichen Erwägung, sind wir der Auffassung, dass dieses Land, dass seine Bündnispartner so verteidigungsfähig und so wehrfähig sind, wie wir das gerne hätten. Also da, finde ich, sieht man eben schon, dass dann innerhalb von wenigen Tagen ganz große Themen, ganz große Versäumnisse in irgendeiner Form aufgearbeitet werden, eben mal besser, mal schlechter. Aber das hat mit Vorstellungen davon, was man politisch erreichen will, immer weniger zu tun. Und an dessen Stelle tritt dann dieses Wählt uns, dann werdet ihr gut regiert. Also nur dieses Versprechen, wir machen das schon richtig. Aber weil Sie jetzt am Anfang gesagt haben, das ist das sozusagen, das, womit viele starten, also große Ideen, und dann kommt man sozusagen auf den Boden der Tatsachen an. Und diese waren hier natürlich mal besonders hart in dieser Legislaturperiode. Also würden Sie nicht sagen, dass die Ampelkoalition noch einen ganz anderen Charakter hat als die Regierungen vorher? Na klar, wir haben einen anderen Kanzler, wir haben ein anderes Personal, wir haben natürlich auch andere Vorstellungen, anderes Programm, ja, vor allem einen anderen Stil. Aber letztlich, wenn die Altkanzlerin sagt, ich habe daran nichts auszusetzen, ich hätte das genauso gemacht, dann glaube ich, kann man ihr glauben. Okay. Oder muss man ihr glauben? Ja, da kommen wir nachher auch noch drauf, was die Altkanzlerin betrifft. Herr Professor Merkel, was würden Sie denn sagen? Sehen Sie einen Fortschritt, seit diese Ampel regiert? Nicht reagiert, hätte ich jetzt schon fast gesagt, regiert. Sie haben schon recht, reagiert. Und das deutet etwas an, dass nicht einfach ein Koalitionsvertrag, vorher ausgedacht, vielleicht auch klug ausgedacht, jetzt umgesetzt werden kann. Die dramatischen Veränderungen der Handlungsbedingungen führen eher zum Reagieren als zum Agieren. Das müssen wir gewissermaßen hinnehmen. Der große Machttheoretiker in der Politik, Niccolò Machiavelli, hat geschrieben in seinem Principe am Anfang, die Grausamkeiten muss ein kluger Fürst immer zu Beginn begehen. Dann später wird es ihm sozusagen, wenn es nur besser werden kann, auch gut geschrieben. Ich glaube, um das etwas zu übersetzen, dass diese dramatische Verschlechterungen der Handlungsbedingungen bisher, die Fokussierung auf die Folgen eines Angriffskrieges und damit auch verbunden eines westlichen Embargos, das große Rückwirkungen auf unsere Lebensverhältnisse, auf die Wirtschaft, auf das Regieren bringen wird, dass das der Ampelkoalition gut geschrieben wird. Wenn das einigermaßen gut geht, dann wird, sagen wir, der Krieg wird bis zum Jahresende irgendwie zu einem vorläufigen Ende gebracht. Die Wirtschaft überlebt die Energieklemme irgendwie auch akzeptabel, dann steht diese Regierung sehr, sehr gut da. Würden Sie denn sagen, es gab jetzt schon Grausamkeiten, die verkündet wurden, also um im Sinne von Machiavelli zu sprechen? Ich glaube, dass die Koalition gar keine Zeit dazu hatte, zu diesen Grausamkeiten. Sie hat, das ist die größte sichtbare Tat oder sagen wir präzise Ankündigung einer Tat, die Zeitenwende. Das hat die Koalition stark geprägt. Alles, was an Klimapolitik, an wesentlichen Fragen, an Transformationsfragen angefallen ist, ist erstmal weggeschoben worden, weil wir die kurzfristige Energiekrise anders zu lösen haben. Es wird sogar gegen die überzeugte Meinung nicht nur der Grünen, sondern aller Koalitionspartner, werden Kohlekraftwerke sozusagen wieder hochgefahren. Etwas, was wir uns nie hätten vorstellen können. Aber dadurch ist doch nicht in Frage gestellt, dass unser Energiesystem transformiert werden soll.
Nein, eben nicht. Ja. Also hier ist das eben noch nicht geschehen, was eigentlich eine zentrale Aufgabe dieser Koalition wird, weil sich die Bedingungen verändert haben, kurzfristig die Energielücke insbesondere in der Gasversorgung ausgeglichen werden kann irgendwie. Also man ist noch gar nicht richtig, so ist das meine Sichtweise, in die Bearbeitung der Versprechen und der wichtigen Transformationsaufgaben eingebogen. Im Gegenteil, ich glaube, dass sich der Druck eben noch erhöht. Also der Zeitraum, in dem man politisch das umsetzen kann, was man will, der wird ja komprimiert. Wenn ich jetzt eben in Kohlekraftwerke wieder einsteige, dann muss ich halt meine Klimaverpflichtungen hinterher in kürzerer Zeit in einem viel steileren Pfad eben erledigen. Das heißt, die Reformaufgabe, wenn man sie ernst nimmt und wenn man sie nicht dann irgendwie vergisst, die wird eben anstrengender, größer und dann eben nicht mit Versprechungen, sondern vor allem eben mit Zumutungen verbunden sein. Und wenn wir über Wohlstandsverluste reden, ich glaube, das muss man sehr, sehr ernst nehmen. Und dass eben eine sozialdemokratisch geführte Bundesregierung sich mit diesen Dingen rumschlagen muss und eben nicht sich geruhsam darauf vorbereiten darf, im Jahr 2025 vielleicht dann doch mal an eine Rentenreform zu denken. Ich glaube, das ist wirklich, das ist auch Sprengsatz für diese Partei am Ende. Die Frage ist aber, wie schaffen es dann die drei Parteien, auf der einen Seite ihre Akzente zu setzen und trotzdem als eine Koalition wahrgenommen zu werden? Wie sehen Sie da die Entwicklung, Herr Merkel, seit diese Koalition jetzt im Amt ist? Ich habe gesagt, am Anfang war das Selfie, das war erstmal diese Vorverhandlungen zwischen Grünen und Liberalen und dann kam die SPD dazu und alle redeten immer von der guten Stimmung und von dem Vertrauen, von all dem. Wie viel ist davon übrig geblieben? Naja, man muss zunächst etwas vorsichtig sein mit Begriffen wie Zeitenwenden, Transformation und so weiter. Aber ich sehe tatsächlich eine Neuerung gegenüber vorherigen Koalitionen. Und die ist folgende. Die drei Parteien haben, und das zeichnet sich ab, haben nicht vor, auf jedem einzelnen wichtigen Politikfeld zu Kompromissen zu kommen. Das wäre, nennen wir es mal kurz, die EU-Methode. Also auf einem kleineren gemeinsamen Nenner eine gemeinsame Handlung, eine gemeinsame Politik zu implementieren. Was sich andeutet, ist eher ein Tausch. Also es gibt bestimmte Präferenzdomänen für die einzelnen Parteien. Da wird von den Partnern durchaus Prärogativen diesen einzelnen Parteien zugewiesen, den Grünen natürlich die Klimafrage, der SPD natürlich irgendwo im weiten Sinne, aber nicht nur Frau Baas, der Sozialpolitik und bei der FDP ist es sozusagen die soliden Finanzen und ich meine auch die rechtsstaatlichen Notwendigkeiten, die wir zu beachten haben. Also dazu passt nämlich ganz gut ein Zitat aus dem Buch, weil wir ja auch über das Buch reden von Schwickert und Fröhlich in dem Kapitel. Da steht, dass die Ampel es eben schaffen muss, die komplementären Fähigkeiten zu nutzen. Das finde ich so schön ausgedrückt. Grüne Entschlossenheit für die Klimawende, liberales Bewusstsein für Innovation und Fortschritt und sozialpolitisches Gespür für Interessenausgleich und Gerechtigkeit bei der SPD. Aber kriegen die das hin? Das ist ja so, und dann in der Realität ist dann Tankrabatt gegen 9-Euro-Ticket. Naja, so sollten wir das. Es sind sicherlich nicht die glänzenden Politiken und werden auch nicht die Erfolge bringen. Ich glaube, dass das eher sozusagen eine Art von Placebo war, wo man sich sehr gedrängt gefühlt hat. Das ist sicherlich keine langfristige Politik. Aber nochmal, das andere hat dieses Tauschverhältnis zwischen den Koalitionspartnern hat den Vorteil, dass eindeutigere Politiken rauskommen und eben nicht die Differenz zwischen dem Entschluss und Beschluss und der Problemhöhe so groß wird, wie wir das immer wieder bei Staatenverbünden und bei größeren Organisationen, wo mehr Akteure mitreden, finden. Wie würden Sie das dann sehen, Frau Weidenfeld? Also ich bin ja ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Und das wird ja auch in diesem Buch, wird ja immer so das Bild Ampel gegen Kamerun gehandelt. Mhm. Also braucht man nicht doch am Ende so einen Impuls für wirklich gemeinsames Handeln? Und mein Eindruck ist,
und das sieht man ja im Moment vor allem am Schicksal der Liberalen, dass das, die Wählerinnen wollen eine Regierung haben, die in der Krise gemeinsam handelt. Und diese öffentlichen Tauschhandeleien, das ist nicht das, und das ist, glaube ich, auch nicht das Angemessene, wenn man über Transformation und wenn man über Reformaufgaben redet. Wir haben ja, wenn man sagt, diese Krise ist eben vielleicht auch die einzige oder eine der wenigen Möglichkeiten, in denen man in so einer hochkomplexen Gesellschaft, wie wir eine sind, politisch ruckartig vorankommt. Und das ist ja so diese Methode Merkel, die Methode Überfall. Wir haben eine Situation und zack, auf einmal sind wir eine Einwanderungsgesellschaft. Oder wir stellen fest, dass offenbar die Gesellschaft insgesamt keine Freundin von Atomkraft mehr ist. Und dann kommt Fukushima und drei Tage später haben wir den zweiten Atomausstieg. Also diese Möglichkeit, zu radikalen Politikveränderungen zu kommen, das scheint nötig zu sein. Und dazu sind Krisen gut. Aber dazu braucht man dann eben schon, wenn man schon bereit ist, und das sind ja alle ganz offensichtlich, wenn man bereit ist, das Parlament zu überregieren in solchen Situationen, dazu braucht man dann eben schon mehr Kamerun als Ampel. Mhm. Sonst funktioniert es nicht. Ich stimme glücklicherweise nicht zu, Frau Weinfeld. meine schon, dass die Regierung Einigkeit zeigen kann, indem sie unterschiedliche Politikfelder bedient. Und wenn auf diesen Feldern Erfolge erzielt werden, kann sich daraus komplementär ein Ganzes eher ergeben. Ja, solange das was Spielerisches hat. Ne? Also so, Christian zahlt, ne? Oder der Robert macht das. Solange dieses Spielerische in irgendeiner Form funktioniert und ja auch öffentlich wird, da geht es. Aber ich glaube, wir kommen aus dieser Spielerei raus. Und ja, das wird uns spätestens im Herbst passieren. Und zwar schon bevor das Gas knapp wird. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie Spielerei gemeint habe, sondern es sind natürlich ernsthafte Probleme. Diese nochmal, und dann höre ich mit dem Tausch auf, aber der hat folgenden Vorteil. Man lässt ihm zu, man streitet sich nicht wie die Kesselflicker in der Koalition, vermittelt kein Bild der Disharmonie und der letztendlichen Handlungsunfähigkeit, sondern man kann erkennen, da gibt es auf einzelnen Feldern Erfolge, da werden Politiken relativ rasch implementiert. Das alles wäre sehr viel schwieriger, wenn drei anstatt zwei Koalitionäre unter Merkel, wenn drei Parteien, die zwar durchaus auch Übereinstimmungen haben im Sinne einer breiten bürgerlichen Mitte, so könnte man das formulieren, wenn die tatsächlich regieren. Und aber nicht so regieren, wie das unter Merkel war, überfallartig, wie sie das skizziert haben, und nicht begründet oder sehr, sehr wenig begründet. Im Moment profitieren aber vor allen Dingen die Grünen davon, von der Ampelkoalition. Wenn man auf die Umfragen schaut, ist es die SPD, die verliert, und es ist die FDP, die verliert und die auch bei den letzten Landtagswahlen verloren hat. Also wie lange hält man dieses Gemeinsame dann durch, wenn man dann merkt, man kann davon letztendlich nicht profitieren oder nur eine Partei profitiert? Ja, die Koalition ist noch nicht besonders alt. Ich glaube nicht, dass man da, und Scholz schon gar nicht, das haben wir in dem Wahlkampf gesehen, dass man nervös wird, wenn die Grünen, die eindeutig zwei Politiker, eine Politikerin, einen Politiker haben, die sehr viel besser kommunizieren, und das ist sicherlich ein Defizit bei dem Bundeskanzler bisher, dass die in den Meinungsumfragen gewinnen. Aber Grüne waren immer in Meinungsumfragen deutlich stärker, als sich es dann an den Wahlurnen erwiesen hat. Jetzt ist da unter den Koalitionären sicherlich überhaupt noch keine Nervosität. Das beginnt, wenn große Landtagswahlen weitergehen. Aber das sind immer noch schon Zeiten, die die Koalition hat. Glauben Sie das auch, Frau Weidenfeld, bei der FDP zum Beispiel, dass man da noch nicht nervös wird? Also ich glaube das nicht.
Ich glaube, dass die nervös sind. Ich finde, dass man das auch in der Tonalität merkt. Und ein Aspekt, der vielleicht auch nochmal auf das Buch verweist, wenn man sich fragt, Politiker sind in einer Situation, wir sind alle in einer Situation, in der wir noch nie waren. Also wenn man diesen Riesenstreit unter den Ökonomen, Herr Hüther ist ja da, über die Frage eines Gasembargos anschaut, dann ist es ja im Wesentlichen der Punkt zu sagen, wir haben eine Situation, in der wir noch nie waren und in der wir auch schwer sagen können, wo das hingeht. Und das ist in der Politik ja auch so. Und wenn man dann den Kanzler hört, wie abfällig, abschätzig er mit den Zweifeln, die in der Wissenschaft da sind, umgeht, finde ich, zeigt das eben schon auf der einen Seite eine unfassbar hohe politische Nervosität und auf der anderen Seite aber auch eine Haltung, die mich jedenfalls nervös macht, weil ich schon glaube, bei aller Kritik an Wissenschaftlern, auch an deren Eitelkeiten, vielleicht auch an deren Hausfarben, ich wäre beruhigter zu wissen, dass sich eine Bundesregierung auch in solchen Situationen auf Expertisen verlässt, auf Expertisen hört, auf Rat zurückgreift, den sie unbedingt braucht. So wie Frau Merkel in der Corona-Krise auf Herrn Drosten. Vielleicht, ja. Ich meine, auch die Corona-Pandemie hat ja auch gezeigt, welche Probleme wissenschaftliche Beratung für Politik mitbringt. Und am Ende müssen Politiker entscheiden und am Ende ist eben auch, drückt sich ja der politische Wille aus. Aber die Frage, kann man und sollte man in solchen wirklich enorm kritischen Situationen dann sagen, boah, was die sagen, das interessiert mich nicht, das ist falsch und die haben keine Ahnung. Ich bin da, also das macht mich nervös. Das ist ja vielleicht auch ein wichtiger Punkt, auf den ich nochmal gerne mit Ihnen gucken würde, ist ja die Frage, zum einen wird der Wirtschafts- und Klimaminister Habeck gefeiert, dass er auch ab und zu mal sagt, ich weiß es nicht, wenn er gefragt wird zu bestimmten Dingen. Auf der anderen Seite wird Herr Scholz dafür, der Bundeskanzler dafür gescholten, dass er nicht klar immer sagt, wo es lang geht. Also wie kriegt man das hin, auf der einen Seite eine Transparenz zu kommunizieren, dass man auf der Suche ist und auf der anderen Seite klar zu sagen, wo es lang geht, gerade in dieser Krise. Das ist ja ganz schwierig, wie man damit umgehen soll. Vielleicht ein kurzes Wort noch zu der vermeintlichen Aversion der gegenwärtigen Koalition und insbesondere des Bundeskanzlers gegenüber wissenschaftlicher Expertise. Sie können sich nicht beklagen. Da sehe ich gewissermaßen keinen Unterschied, sondern eher aufgeschlossenere Positionen, als wir das vorher gesehen haben. Also da wäre ich nicht besonders nervös. Also Sie werden gehört, Sie sind ja auch Mitglied der Grundwertekommission der SPD, naja, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Weder ich bin da besonders bedeutsam und die Grundwertekommission noch weniger, hätte ich um ein A gesagt, außer Ihrer Vorsitzenden. Wir sagen es nicht weiter. Ich würde schon sagen, wir bewegen uns in einem Transformationsprozess, wo jeder vernünftige Politiker und jede vernünftige Politikerin weiß, wir brauchen eine wissenschaftliche Beratung intensivster Art, nicht nur in Wirtschaftsfragen, gerade in naturwissenschaftlichen Fragen, weil wir wissen, ohne geradezu exponentiellen Wachstum in bestimmten Technologien werden wir nicht die Produktivität erreichen, die im Übrigen nötig ist, was Sie vorhin bei Dominik Schwickert und Paulina Fröhlich angeführt haben, um das auch sozial verträglich zu begleiten. Und da wird Wissenschaft sowohl als Beratung und natürlich als Wissenschaftssystem die zentrale Rolle vermutlich in den 20er Jahren spielen. Und ich sehe nicht die Aversion der Regierung gegenüber solcher Beratung. Ich würde trotzdem gerne mal auf den Punkt kommen, den ich eben angesprochen habe. Diese Frage von zu sagen, wo es lang geht und auf der anderen Seite zu sagen, ich weiß es nicht. Also diese Klarheit, eine Führung, die vom Bundeskanzler immer erwartet wird und dann doch dieses Suchende. Wie kriegt man das zusammen in diesen Zeiten, Frau Weidenfeld? Naja, der Wirtschaftsminister kriegt es zusammen, der Kanzler kriegt es nicht zusammen. Es hat aber auch was mit den Politikfeldern zu tun. Wenn ich mir überlege, wo der Bundeskanzler relativ
sagen wir, intransparent agiert hat, nämlich in der Frage der Waffenlieferungen. Das ist ein deutlich sensibleres Gebiet gewesen. Er wusste, in der Partei wollen das viele gar nicht. Er wusste, es wird von den Medien und von insbesondere auch internationalen Partnern, bestimmten Partnern, ganz massiv verlangt. Aber jetzt wollen wir mal nicht so tun, als wollten die Grünen alle unbedingt Kohle und Atomkraft. Nein, aber da kann er sagen, Notstand, absoluter Notstand. Wir wollen das nicht, wir müssen das aber. Und deshalb ganz vermutlich wollen die Grünen das nicht auch noch für die Kernkraft machen, weil das möglicherweise eine Überstrapazierung der Zustimmungsfähigkeit ihrer Klientel ist. Ich glaube, dass es einen Unterschied gibt zwischen dieser extrem sensiblen internationalen Frage und einer doch weitgehend nationalen Frage in der Wirtschaftspolitik. Wollen Sie dazu noch? Ja, einfach nur, die Wahlen finden nun mal national statt. Und das mag ja sein, und ich gestehe Ihnen das auch, also ich glaube, dass Sie da recht haben, nur das eine darf das andere ja nicht ersetzen. Also man kann ja nicht sagen, nur weil wir eben international auf extrem dünnem Eis unterwegs sind und uns da irgendwie sehr, sehr vorsichtig bewegen müssen, das erkennt ja auch jeder an, verzichte ich darauf, meinen eigenen Leuten, meinem eigenen Volk zu erklären, was ich gerade tue und was ich will. Ich glaube, dass das... Die Aufgabe ist schwieriger, klar, als Kanzler, als wenn man nur Wirtschaftsminister ist. Aber trotzdem muss man sie lösen. Ich würde gerne auf einen Punkt kommen, den Sie, Frau Baas, noch eben angesprochen haben, nämlich die Beteiligung der Bürger. Sie haben über die Bürgerräte gesprochen. Was macht diese neue Regierung, diese Ampel aus? Über die Kommunikation haben wir ja schon gesprochen. Und gibt es Punkte, wo Sie sagen, da muss man noch mal anders mit der, mit der gesellschaftlichen Diskussion, auch gerade nach Corona, einfach noch mal anders agieren? Wenn der Kanzler gestern hat er von sozialem Sprengstoff gesprochen, wenn es um die Gas- und Energiepreise geht. Was wäre da ein gutes Regieren jetzt oder ein gutes Agieren? Das sind vielleicht zwei unterschiedliche Sachen. Das eine die Bürgerräte und das andere die bedrohlichen für breite Schichten der Bevölkerung, die bedrohliche Entwicklung der Preise. Wenn ich etwas an dem Buch, das ich für sehr gut halte, kritisieren würde, ist es, dass es diese Frage, die Demokratisierung der Demokratie oder gewisse Schwächen der repräsentativen Institutionen, nicht so richtig in den Blick genommen hat. Wenn man davon ausgeht, und davon müssen wir leider ausgehen, nicht nur für Deutschland, sondern für die westlichen Demokratien, dass wir statistisch gesehen seit 2008 nicht unbedingt der Begriff Krise ist, einfach zu diffus, aber wir haben eine Erosion in der Qualität der Demokratie. Das gilt für ganz wenige Staaten nicht, wie immer in den netten skandinavischen Staaten. Es gilt aber schon für Deutschland. Also wir haben einen Abschwung. Die Parteien haben nicht mehr die Bindungskräfte, haben auch nicht mehr die Glaubwürdigkeit, die sie in den 60er und 70er Jahre gehabt haben. Selbst das Parlament, leider, selbst das Parlament als die wichtigste demokratische repräsentative Institution hat an Vertrauen verloren. Also müssen wir uns Gedanken machen, wie kann solches Vertrauen zurückgeronnen werden? Und da gibt es eben gewissermaßen demokratische Innovationen. Und das sind nicht mehr so sehr die Volksabstimmungen, sondern dass die Idee gerade in fragmentierten Gesellschaften, und wir haben eine Zunahme der Polarisierung, nicht auf der politischen Ebene der Parteien, aber innerhalb der Gesellschaft. Brücken zu bauen. Tocqueville, der große Philosoph der Demokratie, hat im 19. Jahrhundert von Schulen der Demokratie gesprochen. Das Schwierigste oder das Problematischste an der Demokratie, an unserer Demokratieentwicklung könnte sein, nicht nur die Vertrauensbeziehung der Bürgerinnen und Bürger hin zur Politik, sondern der Bürger untereinander. Und diese Politik Kohäsion, da etwas dran ändern? Oder wie könnte Politik daran was ändern? Wenn wir das ausrollen würden, solche Bürgerräte, nicht nur große 3-4 nationale Bürgerräte, sondern dass sie in Potsdam, in Frankfurt und in Freiburg doch so stattfinden, dass die Bürger sich
blödes Wort, mitgenommen fühlen, aber mitarbeiten können. Und wir wissen, dass sich dann die Identifikation mit dem Gemeinwesen verstärkt. Frau Weidenfeld, Sie ich bin im ersten sind der Teil anderer Meinung, ausnahmsweise voll einverstanden und bin der Meinung von Wolfgang Merkel. Im zweiten Teil bin ich absolut nicht einverstanden. Endlich. Ich glaube, man kann... diese Bürgerräte sind total spannend, die Ergebnisse sind spannend, das ist toll, wenn man sieht, wie das da funktioniert und zu welchen Ergebnissen die kommen, das ist wirklich schön. Aber das Grundproblem ist doch nicht, dass wir Bürgerräte brauchen oder zu wenig Partizipation hätten. Das Grundproblem ist, dass in jeder demokratischen Gesellschaft ungefähr 1-2% der Leute überhaupt nur Lust haben, sich zu engagieren. Und bei denen, die verteilen sich jetzt eben auf einen Haufen Vereine und auf kommunale, auf Landesparlamente. Und dann ist man in der schrumpfenden Gesellschaft schon ziemlich schnell erschöpft. Und das sieht man ja eben auch, wenn der Nachwuchs fehlt. Das Hauptproblem aber sind doch die Parlamente. Das ist doch nicht, dass wir immer einen neuen Bypass brauchen. Mal sind es eben direkte Abstimmungen. Da sagt Wolfgang Merkel zu Recht, die funktionieren auch nicht besser als die repräsentative Demokratie. Sondern das Hauptproblem sind die Parlamente. Und wenn man den Eindruck hat, als Bürger, dass meine Stimme nicht mehr zählt. Alle 4 Jahre darf ich eben einmal zur Wahl und darf den Bundestag wählen. Und dann lässt sich der Bundestag von Herrn Scholz erklären oder vorher von Frau Merkel raus aus der Atomkraft, rein in die Bundeswehr. Das ist ja alles richtig. Und ich bin ja auch immer dabei und sage, ja, ich kann das gut verstehen, dass man so entscheidet. Aber letztlich muss doch das Parlament seinen eigenen Stand behaupten können. Und so, wenn es das nicht tut und wenn es das nicht mehr tut und wenn es das in allen Krisen immer noch nicht gelernt hat, dann liegt da der Kern des Übels. Und wenn ich noch einen Satz sagen darf, wenn man sich anschaut, wer sind die neuen jungen Abgeordneten im Bundestag, dann sieht man, boah, der Bundestag ist viel jünger geworden und ist damit auch viel repräsentativer geworden für bestimmte Generationen. Aber wenn man sich anguckt, woher die kommen, dann sieht man, das sind alles ehemalige Büroleiter, ehemalige Abgeordnete oder aktuelle Abgeordnete. Da kann doch kein Mensch erwarten, dass sich irgendjemand repräsentiert fühlt, der in Mannheim sitzt, in Oschatz, in der Eifel oder im Odenwald. Nein, ich glaube, dass es gibt ein enormes Rekrutierungsproblem in der Demokratie, das nicht nur an der Menge derjenigen hakt und krankt, die sich engagieren, sondern das auch an der Herkunft liegt. Und wenn man eben nur noch Ähnliche in die Parlamente lässt, dann darf man sich nicht wundern, wenn sich der ganze Rest, der nicht ähnlich ist, sich nicht repräsentiert fühlt. Die Frage ist aber, wer ist dafür verantwortlich? Ja, aber gucken Sie, die SPD, gucken Sie mal an, wie die Leute, CDU auch, wenn man eben Überhangmandate ohne Ende hat, dann hat man Listenkandidaten ohne Ende, dann haben die eben einfach in ihrem Wahlkreis keine Verankerung mehr und dann finden die da auch niemanden mehr, der ihnen ähnlich ist. Ich will das. Frau Baas ist noch sehr verankert in Duisburg, würde ich sagen. Ja, das sind ja auch direkt gewählt. Also das ist jetzt auch gar nichts gegen Sie persönlich. Das Einzige, was ich sagen will, ist, macht Bürgerräte, wie ihr wollt, ihr werdet das Problem nicht lösen. Nein, damit ist auch nicht gesagt, dass die Bürgerräte diese Probleme lösen. Es sind nur komplementäre Institutionen. Und genau, ich sage nur, guckt euch das Original an und fangt da an. Aber Sie widersprechen sich, Frau Weidenfeld, ja geradezu massiv, wenn Sie sagen, zum einen, es gibt ein Repräsentationsproblem, vor allen Dingen sozial-struktureller Art. Wir haben 90% Hochschulabgänger vermutlich im Parlament. Wir haben die klassische akademisierte Mittelschicht. Und wir wissen im Übrigen auch, Frau Bundestagspräsidentin, dass die Bundestagsabgeordneten auch in der Sache, also wir unterscheiden zwischen der deskriptiven, sozialstrukturellen Repräsentation und in den Politiken, die substanziell entschieden werden, dass diese Politiken einen Mittelstandsbias haben. Weil, ohne dass die Abgeordneten das tatsächlich wollen, weil diese Wertkonstellation direkt in die Politik einfließen. Jetzt kommen aber die Bürgerräte, die ja zufällig, das ist eine der kardinalen Prinzipien, zufällig ausgewählt werden. Also es ist nicht diese sozialstrukturelle Schieflage, dass das untere Drittel ausgeklammert wird. Das ist ein Problem unserer relativ gut funktionierenden Zweidrittel-Demokratie.
Und das soll hier sozusagen anders gezeigt werden. Es soll auch Interessen und Macht entlastet. Also es soll vielmehr das Argument, Habermas sagt, der zwanglose Zwang des besseren Argumentes, dem Raum gegeben werden. Noch einmal, das löst das Problem nicht. Das haben wir wieder sozusagen gemeinsame Grundlagen. Aber es zeigt den Bürgerinnen und Bürgern, wir wollen euch einbinden. Und es strahlt, wie wir etwa bei der Schweiz mit Volksabstimmungen sehen, es strahlt auf das Vertrauen der allgemeinen demokratischen Institutionen mit aus. Nicht die große Lösung, aber es ist ein kleines Steinchen. Ist ja erstmal was Kleines. Ich glaube noch nicht, dass also so viele Bürger davon wirklich was wissen, von diesen Bürgerräten. Das muss man ja auch sagen, dass es, glaube ich, klein noch ist. Was heißt das denn jetzt so, wie man die Ampelkoalition, dass sie sich anders ausstellt, anders kommuniziert? Was heißt das denn jetzt für die Opposition, wenn wir dann auch noch mal beim Parlament bleiben, wenn man versucht, das Parlament dann zu stärken? Welche Rolle muss die Opposition und dann vor allen Dingen auch die CDU da spielen, Frau Weidenfeld? Na, für meine Begriffe müsste die Opposition und muss die Opposition natürlich in Fragen von großem nationaler Dramatik und nationalem Interesse staatstragend mitentscheiden. Auf der anderen Seite muss sie aber, und das werden die Diskussionen der kommenden Wochen und Monate zeigen, eben schauen, wo sie, wenn es um solide Haushaltsführung geht, wenn es um soziale Marktwirtschaft, aber eben auch den marktwirtschaftlichen Teil der sozialen Marktwirtschaft geht, wie man da klug entscheidet und sich positioniert. Und wenn man die Landtagswahlen der vergangenen Monate angeschaut hat, dann ist die Rolle der Opposition ja nicht schwächer geworden dadurch. Also ich würde halt ganz klar die Rolle von Friedrich Merz, von CDU/CSU, zumindest in der Frage solider Haushaltsführung, Schuldenbremse, vernünftiger Finanzierung der Lasten, die jetzt kommen, und einer konstruktiven Beteiligung an einer Steuerdiskussion, die wir jetzt haben werden, sehen. Bei der Linkspartei, da bin ich mir nicht so sicher, wo da die richtige Aufgabe sitzt. Aber da könnte dann, noch mal kurz nachgefragt, das könnte ja dann ähnlich wirken, wenn man jetzt sagt, beim Sondervermögen, da stimmt die CDU mit dazu. Das könnte ja wieder den Eindruck geben, wie in der Corona-Zeit, dass alle denken, ja, die sind sich doch alle einig. Das sind sie ja nicht. Sie sind sich einig, wenn es um nationale und internationale Notlagen geht. Und da würde ich auch das erste halbe oder das erste Jahr Corona drunter fassen. Das war ja nicht falsch, dass man damals gesagt hat, unter der Unsicherheit, unter dem alles war, dass man eben die Regierungspolitik auch mitträgt oder teilweise jedenfalls mitträgt. Das wird aber eben nicht so lange dauern. Das hat auch bei Corona kein Jahr gedauert und das wird auch hier kein Jahr dauern. Ich glaube, dass der politische Raum für die Union enger geworden ist. Es gibt eine breite programmatische Abdeckung der drei Parteien, über die wir vorhin gesprochen haben. Da gibt es Zuständigkeiten für die freie Marktwirtschaft. Das muss die FDP machen, das gehört zu ihrem Kern. Es gibt für die Sozialausschüsse der CDU durchaus wichtige Entsprechungen in der Koalition. Und sie haben die Frage, aus der keine der Parteien rauskommen will und kann, das ist die Transformationsfrage unserer Wirtschaft. Und da fällt es mir schwer, mir wirklich vorzustellen, wo die Opposition tatsächlich ein anderes, alternatives, glaubwürdiges Programm vorlegt. Es wird eher klein herumgezwickt, meiner Meinung nach. Das merkt man etwas gegenwärtig bei der CDU, wird gesagt, die Waffen werden nicht schnell genug geliefert. Und sonst hört man eigentlich nicht, was an alternativer Politik gemacht wird. Ich bin total gespannt, wie wir das in drei oder in sechs Monaten bewerten werden, weil ich ganz sicher bin, dass wir dann über andere Fragen diskutieren. Dann werden wir nämlich natürlich über die Verteilungskonflikte reden. Wir werden über die Wohlstandsverluste reden und darüber, wer die bezahlt und wer die tragen muss. Aber dann ist es nicht falsch, Frau Weidenfeld, dass wir dann erst in drei bis sechs Monaten darüber reden. Müssen wir nicht jetzt darüber reden?
Nee, müsste man nicht jetzt einfach mutiger sein und einfach viel klarer sagen, weil man weiß ja, was da kommt. Nee, warum soll ich das jetzt tun? Ich meine, dieses Jahr ist doch durchfinanziert. Es gibt doch in diesem Jahr wirklich kein Problem. Das entscheidende und kritische Jahr wird das Jahr 2023 und 2024 werden. Sowohl was Wachstum angeht, als auch was die Nebenkostenabrechnungen angeht, als auch was Verbraucherinsolvenzen betrifft und als auch was wahrscheinlich dann Unternehmensinsolvenzen betrifft. Und da werden diese Verteilungskonflikte aufbrechen. Ich muss sie doch jetzt nicht als Oppositionsführer jeden Tag beklagen und beschreien, wenn der Christian immer noch genug Geld in der Tasche hat, um das alles zu bezahlen. Ja, aber wenn der Christian die Schuldenbremse einsetzen will nächstes Jahr und der Robert das nicht mehr will, weil er sagt, das funktioniert ja, nicht. Ja gut, dann werden wir eine Koalitionskrise sehen und dann haben wir vielleicht auch eine andere Situation der Opposition. Aber ich meine, letztlich ist es doch, wären die doch bescheuert, wenn sie jetzt das ganz große Fass aufmachen. Die CDU hat zwei große Landtagswahlen gewonnen. Was wollen die denn mehr? Warum sollen die denn jetzt Radau machen, wenn doch alles bezahlt werden kann? Also ich würde mal sagen, im nächsten Jahr wird es wichtig und da wird es entscheiden. Und da wird auch die Stimmung in meinem Augenblick, haben wir doch Sommerferien. Alle fahren mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt und alle warten auf ihre Koffer am Flughafen. Das ist jetzt nicht so. Okay. Ja. Also da zeigt sich ja auch vieles gerade im Moment, dass eben vieles nicht läuft oder mit der Bahn nicht gut läuft. Also es sind ja viele Punkte, die nicht existenziell sind, die aber, wo man merkt, da läuft es nicht so rund in Deutschland. Ja, aber nach diesen Problemen werden wir uns in einem halben Jahr sehen. Okay. Die Durchfinanzierung betrifft den Staat, betrifft nicht die Durchfinanzierung privater Haushalte. Und die werden tatsächlich mit den Energierechnungen sehr viel stärker im nächsten Jahr zum Tragen kommen. Aber wir wissen nicht, wie sich die Lieferung von Gas entwickelt. Wir wissen nicht, wie die inflationsgetrieben weitergetrieben wird. Und das wird natürlich in der Bevölkerung gespürt und ich glaube, dass da der Druck zu entscheiden schon in diesem Jahr deutlich größer wird und nicht erst nächstes Jahr. Ich würde gerne zum Schluss nochmal auf einen Punkt kommen, wenn man sagt, gäbe es eine Vision, eine Strategie. Jetzt hat man immer all diese Krisen, die man natürlich, als der Koalitionsvertrag geschrieben wurde, noch nicht so gesehen hat. Gibt es jetzt eine Möglichkeit, eigentlich zu sagen, noch etwas zu entwickeln für diese Ampelkoalition, wo man sagt, ja, das ist modernes Regieren, da wollen wir hin? Also ich fand sowohl den Aufsatz von Herrn Krämer als auch den Aufsatz von Frau Brandt in diesem Sammelband ausgesprochen optimistisch und erhellend. Also ich meine, wenn man schon mal eine Koalition hat aus SPD und Grünen und wenn man die FDP dabei hat und die hat ja auch nach wie vor einen sozialliberalen Teil, dann hätte ich ganz große Sympathien dafür, gutes Regieren im Bereich der Sozialpolitik eben dann auch anzufangen. Und das ist ja auch nicht nur ein Spiel, sondern ab dem Jahr 2025, das weiß jeder, brauchen wir eine Rentenreform und damit mal anzufangen und das gut zu machen und zu zeigen, dass man das auch in einem vielleicht zusammen mit der Opposition, Bundestag und Bundesrat, wie üblich gemeinsam hinkriegen. Das fände ich ein Zeichen für gutes Regieren. Und wenn ich den Grundoptimismus in diesen beiden Aufsätzen richtig gelesen habe, dann scheint es dafür ja auch gute politische Chancen zu geben. Mhm. Herr Merkel. Naja, was auch in dem Buch deutlich wird, in unterschiedlichen Aufsätzen, ist, dass im Grunde tatsächlich so etwas wie eine Transformation des Regierens stattfinden muss. Womit die Bundesrepublik über weite Dekaden eigentlich relativ gut gefahren ist, war eine Politik des mittleren Weges, wenn man das so nennen kann. Und dafür stehen die Institutionen. Das ist ein weitestgehend oder doch stark föderatives System. Sie haben Vetospieler von der Europäischen Zentralbank runter bis in die Verbände, bis zum Verfassungsgericht. Also wir haben keine zentralisierte Regierung, die durchregieren kann. Sie kann es in extremen Notstandssituationen zum Schaden des Parlaments zum Teil in der Corona-Politik, wie wir das in dem Report jetzt gelesen haben. Aber wir sollten nicht so tun, als könnten wir dieses institutionelle System einfach beiseite wischen. Bundesrepublik gilt als eine der politischen Systeme mit den
zahlreichen Vetospieler. Ich glaube schon, dass die auch lernen können, im Gesamtkonzert mitzuspielen. Und wir haben ja jetzt einen ersten Versuch zurück nach 1967, eine Art von neuer konzertierter neo-kooperatistischer Politikformulierung, die vielleicht notwendig ist, wenn wir uns 67 anschauen. Das war lächerlich, würden wir heute sagen, was da an Wirtschaftskrise da war. 1 Million Arbeitslose, und heute haben wir eine durchaus dramatische Situation, und das ist ein Versuch, diese Veto-Spieler sozusagen in ihrer Veto-Kapazität zu reduzieren und zusammenzubringen. Und da wird sich entscheiden, ob gut regiert wird, dass man tatsächlich die relevanten Akteure, dazu zählen irgendwie auch die Bürgerinnen und Bürger, zusammenbringt. Sonst gelingen keine Transformationsprozesse. Okay. Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Weidenfeld, Herr Professor Merkel, für diese anregende Diskussion. Okay. Und jetzt hat das Wort Herr Fehrenkamp und Herr Bergmann. So, vielen Dank. Uns bleiben jetzt noch die Abschiedsworte. Ein Buch herauszugeben ist so ein bisschen wie Koalitionsbildung oder Regieren. Man braucht, also ich könnte da jetzt lange drüber reden, man braucht aber vor allem Mitstreiter. Und insofern ist das jetzt an mir als Herausgeber ganz vor allem Dank zu sagen. Frau Bundestagspräsidentin, erstmal an Sie, dass Sie heute hier gewesen sind. Dann an Anke Plättner für die Moderation, Wolfgang Merkel und Ursula Weidenfeld für die Podiumsteilnahme, an die Bertelsmann Stiftung, an Herrn Dr. Heck, Dank als Gastgeber. Und dann natürlich vor allem an die Mitautorinnen und Mitautoren. Ich habe jetzt nicht alle gesehen, insofern ich versuche das jetzt irgendwie mal, wenn ich hier so sehe, also Loffer Gohl, Thomas Falkner, dann haben wir Sebastian Jasepski mit 160 Minuten Verspätung auch hier angekommen. Ich glaube, ja? Sie müssen ein bisschen nach vorne gehen, sonst sehen die. Gut. Das wäre natürlich wirklich ganz tragisch, aber es öffnet mir jetzt noch eine neue Perspektive auf die Autoren und Autoren. Also, Silke Borgstedt, Judith Nihus, Georg Krämer, Matthias Diermeier, Kalle Korte, Florian Grotz. Sven, ich habe ihn gesehen. Dominik Schwickert. Wen habe ich noch? Habe ich noch irgendjemanden vergessen? Naja, aber also das Buch gibt es in Open Access. Insofern, Sie werden das alle reichlich herunterladen und dann lesen. Und jeden, den ich vergessen habe, der ist dann da aufgeführt. Und das gilt also umso mehr, als ich jetzt noch sagen könnte. Zu guter allerletzt, ganz wichtig, vor allem für den Herausgeber, man braucht Menschen an seiner Seite, die das so intuitiv übernehmen, das, was man nicht kann. Und dieser Dank gilt vor allem meiner Assistentin Gabi Ballner, die dort hinten in der letzten Reihe sitzt. Ganz herzlichen Dank. Ja, bleibt mir zum Schluss jetzt noch dir zu danken, Knut. Robert Fehrenkamp hat vergessen, aber kein Problem, Knut. Bleibt mir zum Schluss noch dir zu danken als Initiator und Herausgeber dieses Bandes. Und es ist ja so, dass ein guter Herausgeber über mindestens zwei Qualitäten verfügen muss. Ne? Er muss auf der einen Seite werben, er muss einladen und er muss anregen. Er muss dann aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Strenge zeigen, die Termine einfordern und die Autorinnen und Autoren dazu bringen, mit dem Denken fertig zu werden und ins Schreiben zu kommen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass Knut Bergmann beide Qualitäten bravourös beherrscht. Also ganz herzlichen Dank dafür. Ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen, Frau Bundestagspräsidentin, und für Speis und Trank ist jetzt gesorgt. Und ich hoffe, dass wir bei einem guten Glas Wein die Diskussion und Gespräche jetzt noch fortsetzen können. Würde allerdings die Autorinnen und Autoren noch für ein kurzes Foto hier vorne bitten, noch einen Moment im Raum zu bleiben. Ansonsten freue ich mich jetzt auf interessante Gespräche und auf einen schönen gemeinsamen Abend. Ganz herzlichen Dank an alle.